Wenn die Masken wieder fallen, dann macht Shopping doppelt so viel Spaß. So oder so ähnlich haben es sich sicher viele Besucher gedacht, die am verkaufsoffenen Sonntag in die Trierer Innenstadt kamen. Denn nach den neuen Corona-Vorschriften durfte ab dem 3. April wieder ohne die inzwischen fast zur Normalität gewordene Mund-Nasen-Bedeckung in vielen Läden des Einzelhandels eingekauft werden. Auch wenn bei dem einen oder anderen noch ein mulmiges Gefühl bleibt. Ich bin auch immer noch unschlüssig für mich selbst, ob ich sie trotzdem noch freiwillig trage. Vor allem, wenn ich gleich vielleicht in ein Geschäft gehe mit vielen Menschen, dann überlege ich schon, ob ich die doch nochmal anziehe. Wenn ich jetzt so mit Abstand sitzen kann oder stehen kann, dann eher nicht. Dann ist es schon schön, wenn man auch mal ein bisschen so durchatmen kann. Aber sonst so in großen Menschenmengen fühle ich mich doch auch noch ein bisschen unwohl ohne Maske. Ich finde, die Maske hat einen auch nach wie vor beeinträchtigt. Und es ist schon so, dass man sich einfach frei bewegen kann und einfach mal nochmal die Zeit genießen kann ohne Maske. Rund 300 Händler beteiligten sich am verkaufsoffenen Sonntag. Die Palette der angebotenen Waren reichte dann auch von Damen- und Herrenbekleidung über Kosmetika bis hin zu Dekorations- und Einrichtungsartikeln. Auch wenn die Temperaturen in diesen Tagen noch keine großen Sprünge machten, so freute man sich im Modehaus Marx jedenfalls schon mal darüber, den Kunden die neue Frühlingsmode zu präsentieren. Die Menschen hatten schon jetzt mal mindestens 2 Wochen Gelegenheit, die Sonne zu spüren. Und das merken wir auch. Die haben einfach Lust jetzt auf neue Ware. Der Einzelhandel lud von 13 bis 18 Uhr mit frühlingshaften Sonderverkäufen, Rabattaktionen und Angeboten zum Bummeln und Shoppen ein. Patrick Sterzenbach von der City-Initiative Trier zieht denn auch eine positive Bilanz. Es ist eine tolle Frequenz in der Stadt, das Wetter stimmt, die Kunden sind in einer guten Kauflaune und ich denke, ich meine, wir sind noch früh am Nachmittag, bis zum Abend hin wird es sich zeigen, dass der verkaufsoffene Sonntag heute doch sehr erfolgreich ist. Wer nun den ersten verkaufsoffenen Sonntag verpasst hat, für den kommt am 8. Mai die nächste Gelegenheit, wenn es wieder heißt, Trierer Einzelhändler laden zum Bummeln und Shoppen in die Innenstadt.